Differenzieren ist eine Technik, integrieren eine Kunst. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass Differenzieren eine Technik ist, die man wirklich jedem Computer beibringen kann. Also das braucht bloß ein paar Regeln und dann kann ich im Prinzip die Ableitung bilden. Und das kriegt wirklich jeder Computer hin. Integrieren funktioniert so leider nicht. Es gibt eine Menge Integrale, die man so nicht ausrechnen kann. Eins der Beispiele, die es gibt, ist zum Beispiel e hoch minus x Quadrat. Das funktioniert nicht. Der Leistungskurs hat sowas auch schon mal gesehen, in einer abgewandelten Form. Da war das die Normalverteilung. Das ist auch so eine Funktion, die man nicht integrieren kann. Und bei vielen Integralen gibt es einfach, braucht man einen ganz kreativen Ansatz, um da wirklich irgendwie zur Lösung zu kommen. Jetzt habt ihr sicherlich kurz Angst bekommen, aber keine Sorge. Die Funktionen, die ihr integrieren müsst, könnt ihr in der Regel auch integrieren und die Regeln bleiben überschaubar. Also das sind im Wesentlichen die grundlegenden Regeln von der Differentialrechnung. Und beim Leistungskurs kommt noch eine kleine spezielle Sonderregel hinzu und die schauen wir uns jetzt an. In dem Fall haben wir jetzt die Funktion f von x gleich k. K ist dabei eine konstante Zahl, irgendwas aus dem reellen Bereich, zum Beispiel 42. Und die Integrationsregel sieht dann aus, dass ich da einfach ein x dranhänge und eben dieses plus c. Das plus c wird uns immer wieder begegnen, weil wir hier die Menge aller Stammfunktionen betrachten. Denkt euch einfach plus 3 plus 4 dazu aus. Wir machen es konkret. Konkret bedeutet das, ich habe hier irgendeine konstante Funktion und da hänge ich einfach das x ran und bin schon fertig. Und das c ist eben eine reelle Zahl. Und die Schablone werde ich jetzt nutzen, um alle weiteren Regeln zu erklären. Was wir jetzt hier haben, ist die Potenzregel in umgedrehter Variation. Ich habe hier einfach irgendeine Potenzfunktion, x hoch 2 zum Beispiel, und dann werde ich das integrieren, indem ich den Exponenten um 1 erhöhe, mit dem Reziproken multipliziere und dann hoch eben im plus 1 rechne. Das sieht am Beispiel ganz einfach aus. Jetzt eine konkrete Zahl, ich habe zum Beispiel die Funktion x². Ich muss, weil ja hier n plus 1 steht, die 2 plus 1 rechnen und das ist 3. Davon das Reziproke bilden, also sprich ein Drittel, und dann x hoch 3 einfach hinschreiben. Das plus 10 nicht vergessen und schon sind wir fertig. Die nächste Regel sorgt dafür, dass wir Summen sehr leicht integrieren können, weil die sagt, wenn ich die Funktion sich aus zwei einzelnen Funktionen zusammensetzt, mit einem Plus, ganz wichtig, nicht Mal, sondern nur Plus, dann kann ich die Funktion einzeln integrieren. In dem Fall habe ich mir die Funktion f von x gleich x² plus x hoch 3 ausgesucht. Und das g von x spielt jetzt die Rolle von x² und das h von x hoch 3. Und wenn ich jetzt das x² integriere, muss ich ein Drittel x hoch 3 hinschreiben, das war das Beispiel von vorhin. Und jetzt kann ich mich um x hoch 3 kümmern, also ich kann mich jetzt hier einzeln rantasten. Ich erhöhe 3 um 1, das ist 4, und dann habe ich ein Viertel x hoch 4. So, die nächste Regel, das ist die sogenannte Faktorenregel, die sagt, wenn ich jetzt hier irgendeinen Faktor von einer Funktion habe, kann ich den beim Integrieren im Prinzip ignorieren. Also sprich, g von x, also sprich, ich integriere nur die Funktion. Wichtig, das gilt nur dann, wenn hier noch ein Funktionsterm dahinter kommt, dass der wirklich von x abhängig ist. Bei konstanten Funktionen haben wir ja vorhin gesehen, dass sich hier da noch ein x ranschummelt oder reinschleicht. Als Beispiel haben wir hier 2x². Und wenn ich das integriere, kommt x hoch 3 Drittel raus, das ist das, was integriert x² sozusagen ergibt. Und die 2, die bleibt einfach stehen. Dabei ist es egal, ob das Drittel hier unter der 2 oder unter dem x steht, das sagen euch die Regeln der Bruchrechnung. Und als nächstes kümmern wir uns um ein paar spezielle Funktionen. Da wäre zum einen die Funktion e hoch x und das bleibt e hoch x. Also wie beim Differenzieren. An der Stelle ein kurzer Witz, wenn die Funktion e hoch x auf einer Party unterwegs ist und es ihr schwer fällt, sich zu beteiligen, kommen manchmal andere Funktionen auf die Funktion e hoch x zu und schlagen vor, sie soll sich doch bitte integrieren. Und dann sagt das e hoch x ganz traurig auch, ich bin e hoch x, das bringt mir nichts. Also ihr habt es gehört, ich erzähle es euch deshalb, damit es euch vielleicht merkt, wer weiß. Dann haben wir die Funktion 1 durch x, da wird ln von x draus. Und ganz wichtig, hier den Betrag setzen. Warum? Ich habe hier den Definitionsbereich der reellen Zahlen ohne 0 und den möchte ich ja möglichst drüber retten.
Und da das hier bei rechts, also der Logarithmus ja nur für negative Zahlen definiert ist, setzt man den quasi durch den Betrag fort. Und damit bleibt mein Definitionsbereich erhalten und es ist außerdem noch richtig. Dann haben wir noch Potenzfunktionen und diesmal im Gegensatz zu e hoch x kann das a irgendeine andere Zahl sein. Also wenn es e ist, ist sowieso egal, aber bei a, dann muss ich hier das a hoch x bleibt im Prinzip erhalten, aber ich muss nochmal durch ln von a teilen. Also das ist ein konstanter Wert, das ist irgendeine Zahl, weil ich ja das a auch irgendeine Zahl ist, zum Beispiel mit 2 hoch x. Da habe ich jetzt 2 hoch x durch Logarithmus von 2 plus c. Ganz wichtig, ich muss ja ausschließen, dass a 1 ist. Hier spielt es zwar keine Rolle, weil 1 hoch x, na gut, die Funktion ist halt konstant 1. Wenn ich das aber hier einfüge, ln an der Stelle 1 ist 0. Und das würde bedeuten, dass ich hier durch 0 teile. Also 1 ist die einzige Ausnahme. Die e-Funktion fällt hier auch rein, aber der Logarithmus von e ist eben 1 und e hoch x durch 1 bleibt einfach e hoch x. So, und wenn ich den Sinus x einmal integriere, kommt minus Cosinus von x raus. Auch das kennen wir schon. Und wenn ich den Cosinus von x integriere, kommt eben der Sinus x raus. Das war's für den Grundkurs. Für den Leistungskurs gibt es noch eine sechste Regel. Die ist jetzt nicht super schwierig und ihr könnt nicht alle Integrale damit lösen. Das geht sowieso nicht. Aber euch mutet man noch eine Regel mehr zu. Keine Sorge, es gäbe noch drei, vier andere, die man lernen könnte. Die bleiben euch alle erspart. Ich habe das jetzt mal in dieser gruseligen Form aufgeschrieben, aber keine Sorge, es ist am Ende gar nicht so schwierig. Also, was haben wir hier? Wir haben eine Funktion, die verkettet ist. Und die innere Funktion ist sozusagen eine lineare Funktion, deshalb lineare Substitution. Man muss sich jetzt nicht viel merken. Wir nehmen ein Beispiel. Ich habe jetzt zum Beispiel e hoch 2x plus 3. Die äußere Funktion ist eine e-Funktion und die innere Funktion ist 2x plus 3. Ich integriere das. Was ich jetzt machen muss, ist eigentlich, ich bilde die Stammfunktion. Bei der e-Funktion ist das jetzt eigentlich kein Problem, das bleibt die e-Funktion. Und zwar die Stammfunktion von der äußeren Funktion. Wäre das also Sinus, müsste ich die Stammfunktion vom Sinus bilden. Wäre das x Quadrat, müsste ich die Stammfunktion von x Quadrat bilden. Und das Einzige, was ich dann noch tun muss, ist diesen Faktor hier hinzufügen, nämlich 1 durch die innere Ableitung. Und das ist in dem Fall m. Also 1 durch m plus c. Und das war schon alles. Also ihr müsst einfach vorsichtig sein, wenn es hier irgendwie verkettet ist, dass man hier, wenn das linear ist, hier auf diesen Vorfaktor achten muss. So, hier ein zweites Beispiel, einfach um das nochmal deutlich zu machen. Die äußere Funktion ist die Funktion irgendwas hoch 3 und die innere Funktion 1 Drittel x plus 7, also wieder was Lineares. Das jetzt auszumultiplizieren könnte man noch hinkriegen, wäre aber mühsam. Wir nehmen die lineare Substitution, das heißt, wir teilen einmal 1 durch den inneren Anstieg, also sprich 3 mal und dann muss ich die äußere Funktion ableiten. Also das wird auf jeden Fall das, was hier in Klammern steht, hoch 4. Und der innere Teil bleibt ja gleich. Und das ist eine Potenzfunktion, also muss ich noch mit ein Viertel multiplizieren. Das kommt jetzt aber von der Potenzregel. Und das fasse ich dann noch zusammen und bin eigentlich schon fertig.